Kann mich da mal jemand rauslassen? War es aus der Lampe zu hören? Einfach reiben. Nadibim rieb an der Lampe, woraufhin Rauch aus der vorderen Öffnung strömte. Und aus dem Rauch erschien ein Flaschengeist. Was für ein Tag. Der Djinn streckte sich. Erst war es feucht und kalt. Dann hätte ich mich fast übergeben, weil die Lampe wie wild gewackelt und geschaukelt hat. Er hielt sich seinen Bauch. Und zuletzt musste ich mir das Geschnarche anhören. Fuhr der Flaschengeist entrüstet fort, um gleich darauf erleichtert zu sagen: Jetzt ist endlich Ruhe hier. Er sah sich kurz um und fragte dann: Wer war so freundlich, die Lampe zu reiben? Der Drache deutete auf Nadibim. Vielen Dank, du eigenartiges Geschöpf. Bedankte sich der Flaschengeist. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Deshalb komme ich nur aus der Lampe, wenn jemand daran reibt. Dafür gewähre ich dir einen Wunsch. Nadibim überlegte kurz und flüsterte dann dem Djinn etwas ins Ohr. Dieser lächelte, verschränkte die Arme vor der Brust und sprach: So soll es sein. Und schon wurde alles in einen dichten Nebel gehüllt.